Hallo, herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, wie ihr seht, bin ich schon im Auto wieder unterwegs, denn natürlich geht meine Sommertour weiter. Heute geht's in die wunderschöne Pfalz und wir werden in Kirchweiler, in Ludwigshafen und in Pirmasens zu Gast sein. Ihr wisst, unter dem Thema demokratische Vielfalt bin ich in den nächsten Wochen unterwegs im ganzen Land, um Menschen, Institutionen, Einrichtungen kennenzulernen, die sich für unsere Demokratie einsetzen, die arbeiten, um unsere Demokratie zu stärken, die gegen Politikverdrossenheit vorgehen, sich für Teilhabe einsetzen. Diese wunderbaren Menschen, Initiativen, Einrichtungen werde ich kennenlernen. Ich freue mich auf die Besuche in den Wahlkreisen meiner Abgeordnetenkollegen der SPD-Landtagsfraktion und wer weiß, vielleicht begegnen auch wir uns. Ja, ich werde auch weiter neue Menschen kennenlernen, denn in meiner Funktion als Landesvorsitzende des Weißen Rings Rheinland-Pfalz bin ich derzeit auch unterwegs, um die Außenstellen zu besuchen. Die Außenstellen des Weißen Rings, der größten Opferschutzorganisation, sind das Herz dieser Organisation, denn dort vor Ort leisten die ehrenamtlichen Mitarbeiter ihre wichtige Unterstützung und Beratungsarbeit. Mitte Mai wurde ich als Landesvorsitzende des Weißen Rings gewählt und diese ehrenvolle Aufgabe darf ich mit einem Vorstandsteam gemeinsam betrauen und bearbeiten. Und nun bin ich unterwegs, um all die Menschen kennenzulernen. Das sind über 200, die sich in Rheinland-Pfalz ehrenamtlich für den Weißen Ring engagieren. Also auch dort werde ich in dieser Woche zu Gast sein. Seid einfach mit dabei, hier auf Facebook, bei Instagram oder bei Twitter. Und natürlich gibt es auch bald wieder Veranstaltungen. Ich kündige euch schon mal die erste telefonische Sprechstunde an am 6. September. Auch hier werde ich natürlich bei Instagram, bei Facebook und Twitter entsprechend werben. Und das gilt auch für die nächste virtuelle Mittagspause und natürlich auch wieder Sabine trifft. Also seid live hier mit dabei, habt eine schöne sonnige Woche und bleibt vor allen Dingen gesund.